So Leute, herzlich willkommen zu diesem Deck-Profile von meinem Despia-Deck. Ich habe das Deck auch schon im Livestream, beziehungsweise auf YouTube-Kanal von Trader, ist das schon zu sehen, gespielt. Ich habe ein kleines bisschen daran geändert und zu diesem Zeitpunkt war Dimensions Force auch noch nicht draußen. Nicht wundern. Zumindest spiele ich dreimal Alistair, der Beschwörer. Dann spiele ich zweimal Albers, der Gefallene. Dreimal Despia, der Narr. Oder Aluba, der Narr von Despia. Sowie Tragödie. Kann man auch auf zwei spielen. Mindestens. Dann spiele ich auch ein Dramaturg und Ad Libitum von Despia. Dann das Licht, das Hex versiegelte Fusion. Chaos Grapher. Da ich jetzt im Moment Verlockung der Fenster nicht drin habe, habe ich ihn gedacht als Ersatz. Dann dreimal Effektverschleierin sowie dreimal Aschenblüte und freudiger Frühling. Zumindest war das das mit den Monstern. Wie ja gesagt, Despia beschworen. Spiele ich dreimal auch noch markierte magische Fusion, magische Schmelze. Ja, magische Fusion, klar. Und zweimal beschworen. Ich habe auch den Schicksalszelt Phoenix Enforcer gespielt. Ich habe es rausgenommen. Dann spiele ich dreimal markierte Fusion. Eine rot markiert. Dreimal markierte Eröffnung. Sowie zweimal Superpolymerisation. Kann man auch auf drei spielen. Ich habe mich für zwei entschieden. Dann ein törichtes Begräbnis, um die Tragödie auf den Friedhof zu kriegen. Und eine vom Grab gerufen, um die Handtraps loszuwerden. Das waren die Zaubern. Dann kommen die Fallenkarte. Da spiele ich nur eine markierte Verbannung. Man kann eine Fusionsbeschwörung machen, ab dem Teil hier unten nach dem schwarzen Punkt. Aber er kann auch ein Fusionsmonster und ein Despair-Monster von Friedhof wiederholen. Mit dem Fusionsmonster muss eine Stufe 8 oder höher sein. Und so wie dreimal unendliche Unbeständigkeit. Das war das Main-Deck. Dann spiele ich im Extra-Deck ein Mechaba, ein Pugatrio, unaussprechliche Monster, Augoides und ein Kaliga, dann einen dunklen Dragoner, ein Spiegeljade, Libitum, Libellium einmal und aus der Dimensions Force Alba, wie heißt das? Lenatus, der Abgrunddrache. In Mirror Match ist er so ein bisschen lustig. Ist so eine Kontaktfusion, zum Beispiel wie mit Gladiator Ungeheuer oder Elemental Neos, so in der Richtung. Dann einmal Gertritis, eine Maskerane, Titaniklatte, um gegnerische Monster überrennen oder stärkere. Die kriegt nämlich für jeden Material die Stufe mal 100. Das heißt, mit Albers sind dort zumindest mehr als 400.
Dann Albion, der markierte Drache. Ein Hungergift-Fusionsdrache und ein Linkmonster, und zwar Dark, der finstere Zauberer in Düster. So, das war's. Das war's von meinem Deck. Ich hoffe, hat es euch gefallen. Euer Shenlong 90.